Was machst du eigentlich in deinem Zoo? Ich habe gerade ein schönes Gehege für Bongos gebaut. Was sind Bongos? Das ist eine Antilopenart aus Afrika. Okay. Die könnte ich bestimmt mal in mein großes Gehege machen. Ich habe sowieso, ich glaube, 2 oder 3 Antilopenarten oder irgendwas kann ich noch in mein Gehege mit reinhauen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Du kannst übrigens mehrere Zoo-Eingänge bauen, dann kommen die Leute auch besser an abgelegene Orte. Ach echt, das geht? Ja. Ich habe im Berg einen zweiten gemacht, das wurden die, gehen quasi in den Park rein. Beziehungsweise kommen die durch den Haupteingang und dann gehen die dort, also wenn die dahin, können die sich dahin teleportieren oder irgendwie, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Aber irgendwie so funktioniert. Okay. Ich beobachte mal kurz noch die Eisenbahn. Wusste ich noch nicht, dass das geht. Ja, ja, ich hab's Ulas gestern rausgefunden. So, heute ziehen bei mir die Polarwölfe ein, definitiv. Und eventuell große Leistenkrokodile. Also die richtig fetten Kokos. Haben's die so mit der Leiste? Ich überlege jetzt, wie viele Sprüche ich darauf bringen kann. Ich vergesse. Das ein bisschen umgeändert mit dem Regen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr schön aus. Der Look, wie sehr lang fährt. Gefährliche Kämpfe wegen inkorrekten Geschlechterverhältnissen. Ja, was bedeutet das denn jetzt bitte? Wahrscheinlich zu viele Männchen und zu viele Weibchen für die soziale Gruppe. Da musst du aufpassen. So, ich hab schon mal. Das sind die Bisons, das passt von Anfang an schon. Ja, wahrscheinlich haben die Babys bekommen, dann passt das jetzt nicht mehr. Hier oben. Beams ja, hi, Knolle. Hi. Ich habe hier oben schon was vorbereitet. Der Berg soll ja das Polarwolf-Gehege werden. Ich habe hier quasi schon einen Zaun gezogen. Hier habe ich den Eingang gemacht. Der gute Blubbe ist auch mit dabei. Wir labern einfach ein bisschen. Er spielt bei sich im Zoo, ich bin bei mir im Zoo. Einfach ganz gechillt. Ne? Hier ist so das Hauptgehege der Polarwölfe quasi. Ist diese, Bergregion, die wird riesig. Hier unten im Tal habe ich schon vorbereitet. Hier wird dann quasi das Gehege für die Rentiere, was auch sehr gut wird. Bisöhne, Alter. Bisöhne sein. Oh Gott. Möglich. Sind so. Bisons eigentlich manchmal Bisonnen? Nein. Einfach nein. So. Dann spürst du schon den Flow. Was für ein Flow spür ich? Ja, besonnenen Bisons. Ist das dein Ernst? Ist das really? Really? Wirklich? Willst du diesen Weg gehen? Bist du dir sicher? Ich auch. Okay. Hier ist leer. Hier kommt dann die Polarwölfe rein. Die müssten erstmal hergebracht werden. Dann können wir. Ah, mal gucken. Ich müsste dann hier drüben wahrscheinlich auch nochmal irgendwie einen Spawner machen für die Leute. Vielleicht hier oder so. I don't know. Mal schauen. Spawner. Aufteilen. Klingt. So. Heißt das männliche Kind, das sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlt? Ach, Gott. Okay, wirklich? Eieiei. So. Polarwölfchen, Chen. Okay, erstens. Gelände ist nicht gut, ja. Viel zu viel langes Gras, I know. Viel mehr Schnee. Also platztechnisch ist mega gut. Oh Gott. Vielleicht nicht ganz so viel. Ich würde hier unten so ein bisschen
das kurze Gras hinmachen, glaube ich. Garde, würde ich halt so ein bisschen random hier am Berghang machen. Und noch Felsen? Ja, ja. Felsen kann. Ich will jetzt so ein bisschen. Und natürlich Schnee. Ich habe es ja überall dorthin gemacht, dass hier überall Schnee sein kann. Und die Funde wird es sich, glaube ich, nicht halten. Okay, 10%, das haben wir. Das heißt, da werden sie sich relativ gut fühlen. Die Dinger sind falsch, aber es ist Nordamerika, Tundra Tiger. Kontinent Nordamerika, Tundra Tiger. Ich habe schon eine Höhle hier gemacht für die, dass sie da rein können. Eine Höhli. Kennst du keine Höhli? Weißt du nicht, was eine Höhli ist? Doch, doch, ja, natürlich. Na, siehst du? Ja, mal die Felsen sind kacke. Kann man zur Wasseraufbereitung noch irgendetwas benutzen, was die Zuschauer was die ganzen Besucher, Zuschauer nicht so ganz abfuckt? Nee. Wasseraufbereitung gibt es da leider nichts. Weil ich habe das jetzt extra abseits gestellt, aber immer wenn meine Eisenbahn an dem Ding vorbeifährt, dann sind die sofort pisst. Für ein paar Sekunden. Ich glaube, da gibt es nichts. Hier so, dass das ein bisschen über den mit dem Gehege ist. Warte mal, ich würde gerne hier. Das ist das. Na, Bent, ich habe dein Zoo auf Discord gesehen, ne? Die Gehege sind aber richtig, richtig krass, ey. Holy shit, mega ey. Mega gut gemacht.
Oh mein Gott, ist das winzig. Bitte? Ich habe ein Bison-Baby. Oh Gott. Das steckt sich im Gras. Ich will auch ein Bison-Baby sehen. Ich brauche Bisons. Ich habe ja lustigerweise schon welche gekauft, aber ich habe die noch nicht am Rumlaufen, sage ich mal. Ich glaube, es wird schon wieder zu viel für Design, kann das sein? Oh Gott, die Witze gehen weiter. Bitte? Hast du gesagt? Die Witze gehen weiter. Was für Witze? Ich möchte anmerken, ich habe damit nichts zu tun. Nein, glaub daran bist du nicht schuld. Das ist mein Fehler. Ja, oh, was, hast du mir ein Bild geschickt von dem Bison-Baby? Oh mein Gott, ich bin so knuffig! Bitte, was? Das ist so knuffig! Oh mein Gott! Da war jetzt gerade sehr viele komische Geräusche. Oh jo. Ist normal bei mir. Spitze der Wölfe. Die Wolfsspitze. Der weckt schon einen Namen. Hier sind so ein paar kleine Steine, die es rumlegen, die so ein bisschen Schnee drauf haben, einfach. Also random. So ein Zweier bloß. Oh ja. Wo ist meine? Okay. Ist so. Mir geht's recht gut. Und dir? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Alter. Stuff for him.
sehr gut aus. Du musst das. Genau, weil da Efeu dran ist. Das ist ja nicht mal in. Das ist nicht mal irgendwie Hegefolie aufzunehmen. Aber es hängt rein. Das ist halt nicht, wie wenn du, wie wenn du so einen Nachbarn hast und da ragt so ein Blatt von deinem Garten in seinen Garten rüber, dann kommt der Panzer. Ja, das ist wieder nervig. Okay, Lebensqualität. Was habe ich denn alles für Laubwolf? In solchen Situationen bin ich froh, dass ich auf dem Land wohne und der nächste Nachbar so 150 Meter weit weg wohnt. Ich wohne zwar auf dem Dorf, so, aber die sind relativ nah an die Leute. Minimal. Wo kommt denn der allgemeine Futterplatz? Würde ich hier machen. So. Oh lol, shit. Da war das weg. Da muss ich zwei Futterplätze hier oben hin. Einfach. Spielzeug verteilen wir hier einfach so ein bisschen. Hier hinten ist noch so ein Futterspielzeug. Hier oben auch. Das wird safe woanders hin wollen. Spielzeug. Hier oben ist ein Ball. Den werden die so sonst wohin kicken. Ich weiß es jetzt schon. Und eine Eiskugel auch. Das wäre ein bisschen. Wer weiß, weil wir können es hier hinsetzen. Es geht gerade noch so. Das haben wir hier oben. Das gibt's hier oben. Ah ja, sie brauchen noch einen kleinen See. Wo machen wir einen kleinen See hin? Bin ich hier irgendwie der Einzige, der die Gehege mal durchguckt, ob die noch heile sind? Also machen die Techniker auch mal von alleine irgendwie was? Wahrscheinlich muss ich den die Gehege zuordnen. Hier, du kümmerst dich nur darum, du kümmerst dich nur darum. Kannst du machen, dann geht's effizienter. Geht das halt effizienter? Musst du nicht, aber. Ich erwarte Eigeninitiative von meinen Leuten. Ha! Ja, gut. Dass und die auch mal selber so nachdenken, so, oh, das Gehege könnte ich mir jetzt ja mal angucken. Das ist eine KI. Ja, das ist ja keine Ziv-KI hier. Ja, ob Zivi-KI oder schlimmer. Nicht. Nur. Gib mir mal das Spielzeug bitte, danke. Ich habe hier so ein kleines. Ja, warte mal. Ja. Wir so einen kleinen Tümpel rein, da machen wir. Ah, da brauche ich ja noch so ein Wasseraufbereit. Ja, dann machen wir hier noch so einen kleinen Tümpel rein. Hier oben. Geh so langsam. Alter, wie viele Kinder haben diese Käfer bekommen? Jungens! Okay, es passt noch alles gut. Da bin ich ja schon mal froh. Also an sich geht es denen gut und die haben prinzipiell auch alles. Also muss ich mir das eigentlich auch mal. Eine Höhle zum Pennen haben sie auch. Also alles gut. Sollte gehen. Ach ja, ich wollte hier noch so ein bisschen Erde machen. $2000 gemacht, weil ich Käfer verkauft habe. Ich habe gestern 13.000 gemacht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Käfer verkauft habe. Ich hatte viel zu viele. Ich hatte wirklich viel zu viele von diesen Käfern. Oh Gott, sind die knuffig. Jetzt haben die Rest. Ach so. Wichtig, wichtig. Kurz gucken. Könnt ihr irgendwo abhauen?
Ja, können sie. Stopp. Sie können wo abhauen. Wie geht's eigentlich dein Nashörnern? Den geht's super. Ist in der Zwischenzeit wieder irgendwas passiert? Nein. Den geht's super. Da, Kampfgraben nach. Ich sagte nein, den geht's super. Den Nashörnern geht's gut. Den Nashörnern geht's einfach gut. Ja, sie leben, ihr Leben. Ich finde das toll, was ich da gemacht habe. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Verweigere die Aussage. Bis kurz vor Selbstschussanlage. Das ist also die. Ich möchte. Ja, okay. Die Bisons haben nochmal versucht zu fliehen. Bisons? Bisons. Alter, du mit dem Bisons hast mich schon ganz gerne gemacht. Ey, ich hab auch was gemacht. So, jetzt sind sie safe. Gut. Polarwölfe sind safe, wir müssen bloß an den Kindern gucken. Die Kinder könnten, bei denen könnte es anders sein, muss man schauen. Gut. Dann machen wir hier erstmal den Arbeiterbereich. Bereich. Zack. Ja, die haben nochmal versucht zu fliehen und dann. Ja, Moment. Die haben nochmal versucht zu fliehen. Ja? Die haben sich in das Wasser reingestellt, haben mal links und rechts geguckt und haben so tsch, kurz den Zaun kaputt gemacht. Und da habe ich radikale Maßnahmen ergriffen. Ja? Das ist jetzt ein Kriegskram. Der ist 12 Meter tief. Abrisskante. Ja? Da kommt keiner mehr ran an den Zaun. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber da kommt keine Sau mehr ran. Also der Graben ist wirklich. Der ist anders tief. Ich stelle mal noch ein paar Tierpfleger ein. Mal einfach 3 Stück. Oh, ein neues Warzuschwein, Baby. So, ich muss aber erstmal jetzt auch noch Forschung betreiben. Für die Polarwölfe, weil die sind neu. Es gibt noch mehr neue Tiere, habe ich noch gar nicht gezeigt. Es gibt noch 3 neue Vivarien hier unten drin. Nichts krasses, ich habe hier vorne, hier in die Ecke, Alter, hier in die Ecke noch eins gesetzt. Hier sind jetzt die kleinen Pfeilgiftfrösche drin, die mit giftigsten Frösche, wenn ich mich nicht täusche, der Welt. Die ein ziemlich krasses Nervengift haben. Berührst du nur die Haut, bist du innerhalb von Sekunden. Minuten weg. Die sind wohl ziemlich heftig. Und hier links gibt es noch 2. Einmal eine mexikanische Rotknievogelspinne. Und hier. Und hier gibt es den grünen Inselleguan. Wo ich auch gleich mal durchgucken muss, weil die haben natürlich Babys bekommen und das ist jetzt too much für die. Ich habe übrigens über 60 Pfauen. Bevor ich das Gehege erweitert habe. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viele von diesen kleinen Krokodilen, Ganges-Rivalen ich habe. Es ist. Hier, diese Blattdinger, ne? Müssen die sich nicht schon langsam irgendwie stapeln und irgendwie ausbrechen oder so? Eigentlich schon. Ein Timberwolf stirbt langsam an Altersschwäche. Oh, mach's gut. Die Timberwolf-Population ist übrigens nochmal enorm gestiegen. Ich habe übelst viele Timberwolf-Babys bekommen. Mittlerweile. Wir haben irgendwie 6 oder so neue Junge. Die müssen noch alle erwachsen werden. Die Timberwolf-Babys, möchte ich anmerken, sind Meister des Ausbrechens. Wie oft die ausgebrochen sind. Ich habe aufgehört zu zählen. Die können das richtig gut. Oh nein, oh Mann, guck mal gar nicht hin. Mach's gut. Rufen den Tierarzt, Lukas, der holt dich ab. So. Oh. Okay. Ich wollte noch kurz gucken. Wir müssen ein bisschen verkaufen. Bin auch schon am Verkaufen. Ich habe wieder 2000 Blütenblätter. Ich werde noch mehr verkaufen müssen, wenn ich das hier so sehe bei den Pfauen. Das ist schon auch nicht mehr normal.
Ich werde demnächst auch ein paar also sehr stark gefährdete Tierarten auswildern. Und zwar von den chinesischen, also von den Sandans. Sag ich jetzt einfach mal, weil ich den richtigen Namen gerade nicht weiß. Von den Sandans werden wir ein paar auswildern. Weil wir da echt gut Nachwuchs bekommen. So echt, echt gut Nachwuchs. Auch die Ganges-Rivale. Wir haben so fucking viel Nachwuchs, was die Ganges-Rivale angeht. Aber erst wenn hier schon ein paar erwachsen sind. Jetzt ist gerade noch relativ... Relativ? Ich werde jetzt hier einmal ein paar... Alter! Chill! So, nehmen wir jetzt hier von den kleinen Kram ein bisschen was weg. Ich habe mich irgendwie mal schlau gemacht wegen dieser Meldung, Verbindung zum Franchise-Server verloren. Das ist ein Bug. Ja. Ja, der ist bis heute nicht gefixt worden, den gibt es anscheinend schon seit Jahren. Selbst heute gibt es noch neuere Gruppen, also Gruppenposts im Forum, zum Beispiel bei Steam, wo die Leute fragen, was denn mit dem Bug auf sich hat, wie man den los wird, pipapo. Es gibt aber keine wirkliche Lösung, also... Wir werden mit dem Bug wahrscheinlich leben müssen, wenn man den einmal hat, dann geht der auch nicht mehr weg. Ich kenne das, ich habe den lustigerweise immer, nachdem ich eine Weile spiele, kriege ich den. War bis jetzt bei jedem Zoo bei mir so. Ist aber nicht schlimm, der connectet in derselben Sekunde wieder, also du drückst es einfach weg und du bist trotzdem wieder online. Also, ist einfach ein Bug, I don't know. Range. Also bisher habe ich den jetzt dann nicht toi, ich drücke dir die Daumen, dass es so bleibt. Weil er ist einfach nur nervig. Er macht nichts weiter, aber er ist einfach nur tierisch nervtöten mit der Zeit. So, ich habe auch schon zwei Leistungsrudine hier gekauft. Ich habe ein paar Koalas gekauft, ich habe kleine Pandas gekauft, ich habe zwei Bisons gekauft, ich war shoppen, sage ich euch. So. Ich handle auch mal hier, ich verkaufe ein paar Sträuße. Ja, ich würde gerne die Rentiere mit an den Start bringen. Für die Rentiere habe ich mir irgendwas überlegt. Also, ich habe zwei Möglichkeiten für die Rentiere. Entweder hier unten, ja, mit vielleicht einer Höhle oder, ich weiß noch nicht, auch vielleicht einem Durchgang, dass man, ich würde das Rentiergehege gerne ein bisschen groß machen. Man könnte hier so ein Rentiergehege anfangen, hier eine Höhle machen, hier rüber und hier noch ein Step-Rentiergehege, so, weißt du? Das wäre irgendwie auch ganz geil. Dann habe ich nur ein Problem, dann komme ich mit dem Arbeiterweg, sage ich mal, nicht dahin. Dann müsste ich mir nochmal einen neuen Arbeiterweg irgendwie machen. Ich könnte natürlich das auch so machen, dass ich den Berg hier ein bisschen abknüpse und wir das Gehege hier durch einen Tunnel gehen lassen, durch eine Höhle oder durch eine große Kluft so, ne? Und dann kann man hier drüben noch ein Stück Rentiergehege machen. Dass man hier auch schon ins Rentiergehege reingucken kann. Das fände ich irgendwie ganz cool, vielleicht. Und darum würde ich das vielleicht sogar gerne angehen. Ich finde das Prinzip irgendwie relativ schön, den Gedanke, das so zu machen. Dass man wie bei Minecraft durch so einen riesen Schlucht noch geht. Und durch so einen riesen Höhlenkonstrukt. Und da hast du nochmal ein riesen Gehege. Weil die Rentiere brauchen, glaube ich, auch enorm viel Platz. Das sind halt Rentiere, ne? Die haben ja, leben eigentlich in großen Herden und über sehr weite Landstriche, sage ich jetzt mal. Warte mal, ich mach das mal von hier aus. Dann kann nämlich auch hier so der Weg wie so eine Brücke davor lang gehen, habe ich mir gedacht. Das wäre vielleicht auch ganz geil. Warte mal. Es ist dunkel. Ich sehe nichts. Ich überlege, was ich als nächstes hier mache. Okay. Ich würde vielleicht schon oben dann auch so ein paar Löcher reinmachen. Ich weiß noch nicht wie und wo, aber vielleicht hier so.
Ich würde aber gerne hier unterirdisch würde ich dann den Fluss weiterlaufen lassen. Dass man dann vielleicht so hier unterirdisch vielleicht so Wasserfälle machen wir von hier oben, die dann da so runterfallen, weißt du, und da können die Rentiere durchlaufen. Das wäre halt voll geil eigentlich. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Ich habe hier den Fluss angefangen. Ich halte mal eben an. Ja, ist hier so ein richtiger Fluss mit. Durch diesen Berg quasi geht. Ich hoffe, dass die Rentiere den benutzen. Also bei den Bären wäre ich mir jetzt als irgendwie sicher so. Bei den Rentieren weiß ich es nicht. Aber ich denke schon, dass die das auch benutzen. Ich hoffe es, sage ich mal. Ich hatte vorhin Schwierigkeiten mit der Steuerung. Immer wieder sich die Kamera nicht mehr per Maus bewegen. Wenn es die Steuerung war eingerastet, nicht am Rand war. Ja, es gibt halt so ein paar Bugs, sag ich mal, ne? Die gibt's halt. So. Jetzt klatschen wir hier Wasser rein. Genau. Jetzt müssten wir halt noch gucken, dass wir hier unten drunter, das ist Strom. Da bräuchte man auch noch was für die Wasseraufbereitung. Und was für die Temperaturregelung. Nein. Ist okay. Wie weit reicht denn? Ich kann mir das Gebiet jetzt nicht anzeigen lassen. Das geht doch irgendwie. Okay, warte, mach mal anders. Genau. Passt. Das ist zwar jetzt das Falsche, ne? Jetzt hat es mir. Er hat auch dasselbe Prinzip, also es wird genauso weit reichen, ne? Wassertemperatur, Wasser. Genau. Ja, den See oben erwische ich nicht. Ha! Okay, warte mal. Der See oben. Ich müsste noch ein Stück weiter gehen, damit ich den erwische. Ich forste gerade so ein bisschen den Tiermarkt. Was entdeckst du so auf dem Tiermarkt? Also ich habe ja noch keinen DLC und die Sachen, die jetzt halt schon so ein bisschen krasser sind. Boah, da ist halt schon kaum was da, aber das ist scheiße teuer. Aber selbst schon die DLCs, also sind nicht so billige Sachen, ne? Das ist immer wieder derselbe Cutter, der sehr alt schon ist. Also der Cutter wird auch bald sterben. Das ist so die. Ist das der Opa? Ja, das ist der Opa-Cutter. Der älteste Cutter hier im Zoo. Der verletzt sich auch ständig jetzt. Weil er revierkampfmäßig gegen die Jüngere natürlich immer wieder jetzt verliert. Darum ist er immer wieder verletzt. Ich wollte ihn schon freilassen, einfach so, aber es ging nicht. Leider. Sonst hätte ich ihn schon freigelassen. So, Barrieren. Da die Leute eh alle oben reingucken werden.
Ich mache das jetzt hier mal mit dem nicht vorhandenen Zaun, weil hier wird eh eine Steinwand hinkommen. Ich glaube nicht, dass sich hier ein Rentier hin verirren wird an diesen Rand. Hier vielleicht, da müssen wir mal gucken. Hallo? Hallo? Okay. Bup, bup, bup. Halt. Hier gehen wir doch ruhig noch ein bisschen ja, okay, warte mal. Warum ist es nicht mehr 2 Meter hoch? Ich sehe hier nichts mehr. Lieber Baum, geh mal bitte ein Stück weg. Du geh mal bitte auch ein Stück weg, danke. Hey, ich sehe wieder was. Wieso ist der... Ist der hier nicht so hoch? Doch, der ist ja 2 Meter hoch. Warum war der hier bloß 1 Meter auf einmal? Hä? Ja, hier fing es an, 1 Meter zu werden. Ja gut, ist eigentlich auch egal. Die Ecke ist nicht so wilder. Hier würde ich es aber schon gerne... Okay. So, jetzt das Ding. Was? Nein. Hier runter. Hallo? Hä? Jetzt. Okay. Es wird ein sehr aufwendiges Gehege. Weil ich hier drinne dann... Ich hoffe, die Rentiere benutzen das. Ich hoffe, das gefällt denen, das Gehege. Und jetzt die dann sagen so, boah, nee, das ist voll scheiße. Ja, die geben dir erstmal einen Daumen runter auf YouTube. Ich hoffe, es gibt mir hier voll Mühe für das Gehege. Warte mal. So. Okay. Ja, mache ich das glaube ich auch noch weg hier. So. Nämlich die Rentiere auch endlich einziehen. Die warten nämlich auch schon lange, dass sie endlich einziehen können. Ich bräuchte hier drinnen halt schon ein bisschen mehr Licht. Über noch Steine hin machen. Wenn hoch kommen die hier so wie. Ja gut, hier schon. Boom. Können wir denn hier das Ganze noch ein Stück ziehen? Ich will da eher Stein, also ein paar Steine hin, das sollte gehen. Cool, das ist eigentlich ein echt schönes Gehege, schön in die Berge eingearbeitet. Und ein bisschen ausarbeiten dann hier oben. Und hier würde ich dann sagen, so der Weg. Guck mal, der geht dann hier so rüber. Oh, shit.
Kommunikationsfehler. Oh. Du bist offline. Bist du nicht. Dann spiel das Spiel bloß einrichten. Nee, ich kann nicht mehr weiterspielen. Einfach Escape drücken mehrmals. Bist online. Einfach Escape drücken. Ja, wie gesagt, das ist ein Fail. Das ist ein Bug, wie gesagt. Hey, wieso bin ich jetzt hier angekommen? Hey. Moment. Oh, lol. Aber wie? Warte mal. Das wäre halt voll. Geil, das passt ja. Perfekt, da haben wir so einen kleinen Rundgang. Guck mal, das ist doch ganz nice. Und können wir jederzeit noch hier nochmal irgendwie rüber machen und hier noch ein Gehege hinsetzen am Rand der Karte. Huh, okay. Dann kann ich, damit das als Gehege registriert wird, machen wir hier. Den Eingang hin. Und dann ist das mit hier unten und das passt perfekt. Müssen wir bloß noch mal Mitarbeiter Design Arktis Tierpflegerhütte. Wie kann ich, wenn ich hier so ein. Ja. Ich habe jetzt hier was. Ach so, muss ich das Wasser erst wieder löschen, wenn ich hier drin was anheben möchte, oder? Was meinst du? Ich habe jetzt gerade ein See, sag ich mal, gemacht, und ich wollte jetzt so eine Insel drauf machen, aber ich kann das nicht mehr anheben irgendwie. Ja, dann musst du das Wasser wieder wegmachen. Das Wasser blockiert das, okay. Dass du an dem Wasser dann was machen kannst. Okay. Jetzt müsste ich mal ein Tier da reinschmeißen. Oh, schicken wir den Kerl kurz vor. Der wird das jetzt abchecken, das Gehege. Der wird gleich sagen, oh mein Gott, das finde ich total kacke. Dazu muss ich es auch loslaufen lassen. Ich hole mal kurz eine neue Cola, warte mal. Wo ist meine Cola? Oh, was Neues bringen. Noch nicht da, Gott sei Dank. Chinesische Schuppentiere werden bald erwachsen. Juhu. Da kommt er angerannt. So, jetzt gucken wir uns dann mal das Rentier an. Und dann bauen wir für das Rentier ein schönes Gehege. Die können ja alle von oben reingucken. Darum geht's ja jetzt. Als erstes. Gehege. Okay. Okay. Er kann jetzt schon ohne Steine nirgendwo. Also er kann nicht hier. Ja, perfekt. Der hat eigentlich ein richtig geiles Gehege. War da jetzt schon Wasser drin? Ja, war Wasser drin. Er kann da überall hin. Das ist schön. Ich mach trotzdem noch Steine hin. Hier ein bisschen, wie sich hier so überall das muss. Okay. Also. Oh, das ist perfekt. Er liebt das Gehege. Gut, lieben nicht, aber. Er findet's schon ganz geil. Bisschen mehr Schnee hätte er gerne. Das können wir einrichten. Dann kopiere ich mir die hier mal.
Und mach hier so ein bisschen, mehr Schnee rein. Und ich. In die Arzt. Oh, da gucke ich dann gleich mal. Danke, Indy. Da gucke ich gleich mal. Das klingt ja super. Hab ja eh gerade angehalten, dann passt das ja. Das Problem habe ich, glaube ich, auch bei Tieren ab und an, aber das. Also gesamttechnisch sind die dann eigentlich immer noch happy. Sozialverhalten, soziale Gruppe, zu viele ausgewachsene Tiere in der sozialen Gruppe, es geht noch so orange. Zeig mal hier. Habe ich bei mir auch, aber gesamttechnisch sind die eigentlich glücklich. Würde ich die ältesten Tiere jetzt freilassen? Weil die jüngsten, die sollen ja hier bleiben. Eins ist schwanger. Alter. Warte mal. Wo ist denn das älteste Tier? Das ist das hier und das. Das wird noch erwachsen. Das könnte ich halt. Das könnte ich halt freilassen, ja, das ist Silber. Warte mal, es müssen drei Weibchen und drei Männchen sein. Es haut eigentlich hin. Drei weiblich, drei männlich. Also eigentlich sollte es passen, weil. Außer er zählt halt schon dazu, obwohl er noch nicht ausgewachsen ist. Das wäre aber irgendwie Bullshit. Dann hauen wir mal den Ältesten hier raus. Kommt ins Handelszentrum. Das war genau er. Ah, jetzt geht's ein bisschen besser. Wo sie 3-3 sind. Ich stoße die Jungtiere immer ab. Ja, aber dann hört die Zucht irgendwann auf, weil die anderen zu alt werden. Und ich möchte ja weiter züchten, darum nehme ich die Alten dann. Die dürfen dann freigelassen werden oder so, wenn das halt möglich ist. Ah, ich muss anhalten. Ich habe da sonst gleich was richtig traurig wird. Ich kann ihn leider nicht freilassen, das finde ich sehr schade. So. Na, jetzt geht's ein bisschen besser. Hä, wo ist er hin? Lol, er ist hier. Er ist schon auf Kurs gegangen. Soziale Gruppe, ja, es geht's gerade nicht so gut. Ich mache hier einfach mal so ein bisschen. Das wird nicht überall bleiben. Irgendwo, ne, bei den meisten Spots wird es gleich schmelzen. Hier unten kann kein Schnee hin, weil. Warte mal, hier kann Schnee hin. Hier so. Aber hier wird es nicht bleiben. Der Schnee wird wegtauen. Okay. Ein bisschen mehr kurzes Gras. Das können wir in der Höhle machen. Alter, jetzt komm. Hey. Steuerung ist manchmal immer so ein Krampf. Manchmal immer. Ich habe ja wirklich Deutschland, ne? Das finde ich gut heute. Ich versuche mich gerade an Galapagos-Riesenschildkröten. Galapagos-Riesenschildkröten? Die sind cool. Okay. Felsen.
Also das wirkt halt schon mal richtig geil, ne? Rückzugsort haben sie halt auch instant voll. Man könnte hier einfach ihre Betten hinlegen, ne? Das ist ja quasi für sie schon die Rückzugsort. Das ist ja mega eigentlich. Art. Rennt die hier? So oder was rennt hier? Dann ist das auch einfach ihre Höhle, wo sie halt drin schlafen. Hier sind ihre Rückzugsorte. Machen wir es hier so hin. Hier ist am meisten Ruhe für sie, glaube ich. Das ist die Rentierhöhle. Oh, ich habe so mega Ideen für die Rentierhöhle. So, der Hauptfutterspot für die Rentiere, würde ich sagen, machen wir hier hin. Und einfach hier drüben einen Spot. Ja, hier ist ein Spielzeug. Also, sie machen überall so ein bisschen was hin. Dass die schon überall auch was haben zum Spielen, zum sich betüdeln da so, ne? So ganz gut. Also jetzt habe ich die Fehlermeldung auch andauert, ey. Ja, ja, das ist, das hört doch nicht mehr auf jetzt. Glückwunsch, das hast du ab jetzt immer. Trinken brauchen wir eigentlich nicht, weil die haben jetzt überall was zu trinken. Rückzugsort brauchen wir auch nicht, weil das haben sie halt auch. Dann können wir uns jetzt eigentlich schon dran machen, was sie so an Bepflanzung brauchen. Nordamerika und Tundra habe ich ausgewählt, das heißt, es passt. Ich kann mir das ein Hühnchen an die Mutter ranmachen. Ja, das ist so eine Sache. Europa, Asien. In Asien sind Rentiere? Ja klar, oben rum, ne? Wir machen mal Europa und das. Rentierflechte! Jetzt kann ich hier endlich mal hinsetzen, jetzt hat das endlich mal einen Sinn. Ach, das sind die Christbäume. Ja, bei den Bäumen sehe ich die. So, ne? Die sollen ja auch eine schöne Ecke haben, sich zu verstecken. Sonst bist du angeknickt, ne? So ein bisschen umgekippt halb. Beat. Bäume, ja, diese Tannen. Die Kratzbäume verstecke ich so ein bisschen, ne? Dass man die nicht sieht, weil das ist irgendwie doof. Die ist gut. Ich hoffe, die Bäume sind auch okay. Ja, sieht okay aus. Denen haben sie auch nichts gegen. Das ist irgendwie cool, dass sie da so rauswachsen. Das sind jetzt Rentiere. Da ist halt nur mal ein bisschen mehr Wald drin. Ne? Da können sich die Zoobesucher aufregen, wie sie wollen. Das ist nun mal so. Lieber für die Tiere als für die Besucher, ja. Sorry, aber nicht sorry. Oder wie siehst du das? Also wenn sich die Tiere wohlfühlen, dann müssen sich die Besucher damit abfinden. Ja, sehe ich auch so. Schön, dass du es auch so siehst. Okay, also meine Galapagos-Schildkröten fühlen sich richtig wohl. Ich habe halt nur noch keinen Rückzugsort für die. Ich glaube, den muss ich erst noch erforschen oder so. Wirklich? Die Steine kommen gleich.
Also ein paar kaputte Bäume hier dazwischen, ne? Das muss auch ein bisschen. Das muss schon schön realistisch wirken. Ich bin mal gespannt, ob die auch auf die Insel schwimmen, die ich für die gebaut habe. Wer? Die Galapagos-Schildkröten. Ich habe den extra viel Wasser mit so einer Insel gebaut. Ich habe da auch was drauf gebaut, dass die da vielleicht mal hinschwimmen. Ich denke schon, dass die da hinschwimmen. Ich weiß nicht, ob das für die zu steil sein könnte. Ich bin mir sicher, das wirst du rausfinden. Weil die Schildkröten sind jetzt halt nicht so die schnellsten. Das könnte ein bisschen daran. Nein. Oh, ich liebe das, so Gehege zu gestalten und so. Das macht so Spaß. Und die Details überall. Also die Musik so, oh, so schlimm. Wenn ich Stunden dazu bringe. Brauchst du ja auch. Ja. Kann ich anders. Frag mich, wie teuer soll ich die Ticketpreise eigentlich noch machen? Die sagen immer zu günstig, zu günstig, zu günstig. Also, wie teuer sind sie jetzt bei dir? $20 Erwachsene, $19 Kinder. Oh, bei mir ist es ähnlich. $20 Erwachsene, $15 Kinder. Die schreien, dass es zu teuer, zu billig ist. Aber ganz ehrlich. Oh, freut okay, euch doch, die Futterstation kann nicht erreicht werden. Okay, man muss das also doch so bauen. Hier hin. Was könnte ich denn dann hier drauf noch hinbauen? Was war das? Sunny denn? Hat ihr Spielzeug gerade hier entwickelt. Das ist ein Quietschi. Quietsch! Ich war erschrocken, ey. Eieiei. Sunny Mops. Quietsch dann nicht so, schrecke ich mich doch. Du machst auch Sachen, ey. Guck, In die Nacht, die schlaf ja, schön, träum was Schönes, Indy. Voll die Idee für die Höhle. Muss ja mal gucken, wie ich das umsetzen kann. Ich mag sowieso diese amerikanischen Redwood-Wälder oder wie die heißen, so diese bestimmte Art, wo ich hier auch diese Bäume habe, die man setzen kann, die finde ich irgendwie mega faszinierend, mega, weiß nicht, mystisch kann man nicht sagen, aber so, weißt du, was ich meine, so welche Wälder? Diesen großen Bäume da drin. Ach so, ja. Die finde ich irgendwie immer so cool. Die haben irgendwie was, weiß nicht. Die haben sowas Faszinierendes. Sequoia, meinst du? Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, die hier. Wo sind die jetzt hin? Hier. Diese rötlichen Stämme haben, die hier. Ne? Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber die finde ich irgendwie voll faszinierend, weiß nicht. Die haben was.
Ja, ich versuche auch so richtig große Bäume hier immer mal so mit einfließen zu lassen. Das hat auch so einen schönen Lichteffekt. Ja, definitiv. Ich muss über diese Wände, da könnte ich halt immer wieder drüber gehen, weil ich könnte immer wieder Steine reinsetzen oder hier und da was machen. Weiß nicht, das weil so ist ja wieder zu wenig. Urwelt-Mammutbaum. Ja, genau, ich glaube, die sind das. Die finde ich so geil. Weiß nicht. Die haben einfach optisch auch sowas Faszinierendes. Finde ich. Meine Schildkröten nähern sich in einem unvorstellbar krassen Tempo dem Wasser. Definiere ultra krass schnell. Also ich sag mal so, sie sollten kein Tofu ausliefern. Das könnte dauern. Masani. Beach. Becker Spannendlei, okay? In den Steinwand und ich könnte halt ewig, da könnte halt ewig hier irgendwie bauen und machen. Und ich betone, das ist so schlimm. Der Fehler geht ja schon dezent auf die Nerven, ey. Der geht ja dezent auf die Nerven. Ich hab den Fehler jetzt auch die ganze Zeit. Ja, der Zeit. Kommt teilweise, also manchmal kommt der alle 5 Minuten, manchmal kommt der eine halbe Stunde oder Stunde gar nicht. Das ist komplett random. Und das geht auch nicht mehr weg ab jetzt. So ist es jetzt immer haben. Das nervt. Aber wenn du einen neuen Zoo beginnst, dann hält das meistens eine Weile, aber ich glaube, je mehr in den Zoo dann passiert oder je mehr berechnet werden muss, umso öfter kommt das dann. Brauchst aber bloß zweimal Escape drücken, dann ist es wieder weg. Das hält dann wieder eine Weile und dann fängt es wieder an. Wasserfall Mitte 10 Meter. Achso, da muss ich laufen lassen, ne? Okay, warte mal, wie geht's denn jetzt dem Rentier? Pi mal Daumen. Bis auf soziale Gruppe. Ja. Können die hier auch mal ein bisschen eher reparieren, bevor sie zusammenbrechen? Wenn die halt noch viel mehr Wald kriegen, ne? Das aber stabile Rückzugsorte auch. Okay, dann würde ich jetzt die restlichen dazu holen. Die 4 weiblichen Tiere. Oh, jetzt habe ich einen Bug. Das Problem ist, der Fehler verursacht noch mehr Bugs. Mit der Zeit. Tiere sind für welche? Dass manche Sachen nicht mehr richtig funktionieren. Wie das gerade. Dass du immer wieder nochmal neu klicken musst. Dass manche Sachen nicht mehr reagieren. Ja, immer wieder. Auch spieltechnische Fehler? Bin ich mir nicht sicher. Alter! Jetzt ist er gerade richtig nervig bei mir. Danke. Ach, können nicht erreicht werden. Willst du mich verarschen? Warte mal, Sunny. Ich muss hier leider noch ein paar Wege bauen. Da die Pfleger nicht bis dahin kommen, ist das halt doof. Pfleger müssen halt überall hinkommen.
Jetzt sollten die aber überall hinkommen. Hä? Hier, warte mal. Können wir noch kurz speichern neu starten. Obwohl, nee, jetzt ging's. Jetzt hat's registriert. Die Bugs gibt's schon seit Jahren. Also diesen Bug mit dem Desync, den gibt's aber nur im... Was? Ist zu heiß. Ach so. Ja, den Bug gibt's nur in? Im Franchise-Modus. Der Bug hängt mit dem Franchise-Modus zusammen, weil das die Franchise-Server sind. Quasi. Das sind extra Server. Und den gibt's nur drin. Also sobald du jetzt, keine Ahnung, Sandbox spielst oder whatever, dann hast du den nicht. Natürlich jetzt keine Ausrede. Aber... Okay. Jetzt geht's den Tieren besser. Weiß nicht, ich habe schon so oft gespielt und ich kenne den Fehler, ich lebe irgendwie damit. Ich mich juckt schon immer, es nervt, aber es juckt mich nicht mehr. Okay, wir haben 4 weibliche Tiere und 1 Techniker, also wir prüfen. Das passt. Hege. Rentiere. So. Der Unterschied zwischen Franchise und Sandbox ist, Franchise nicht quasi sowas wie dein eigener Kampagnenzug, obwohl es die Kampagne ja nochmal extra gibt? Nee, Franchise ist einfach nur deine eigene Firma. Das ist Survival-Modus quasi. Wie in Kirby. Karriere. Und Sandbox ist ja quasi, du hast unendlich Geld und so, ja, oder? Ja, Sandbox ist, du kannst machen, was du willst, hast alles, musst nichts erforschen. Und Karriere ist halt alles vorgefertigt, du spielst halt eine vorgefertigte Geschichte und so. Also Sandbox ist das, wo man spielen sollte, weil das macht halt am meisten Laune eigentlich. Alter, wie viele Sträuße habe ich? Ich muss Sträuße loswerden. Oh Gott. Ich habe ein Problem. Ich muss... Also Rentieren wird es, denke ich, gut gehen. So ein Spektro kommt. Ah, guckt sich alles an. Er guckt sich an. Flusspferde, Grizzly, Pfau, Flamingo. Oh Gott, er guckt sich schon Pfau an. Oh Gott, ich habe Angst, wenn er sich das Pfau-Gehege anguckt. Ich habe vielleicht zu viele Pfau. Er macht so das Gehege auf und kommt zu einer Flut an Pfau, die da einfach begraben, ey. Man lacht jetzt, aber es ist halt legit wirklich so. Alter, ich hab mittlerweile... Oh, scheiße. Ich hätte vielleicht meine Wege ein bisschen breiter bauen sollen. Ich hab mittlerweile so viele Leute auf den Wegen, die kommen gar nicht mehr da noch vorbei. Ja, ich kann vielleicht doch verstehen, wieso die sich alle bei diesem Zug hier anstellen. Die wollen sie nicht dann wegquetschen, ey. Viele Frauen sind schon wieder schon. Ich schicke die mal ins Handelszentrum, ich verkaufe die mal. Ich guck mal, ob ich die verkaufen kann. Okay. Was haben wir hier? Das 29 Wert. Ich muss mal rein. Und diese Connection zu dem. Das hier, genau. Das hier ist ja der Franchise-Handelsserver. Und der kann passieren, dass der halt nicht dann richtig funktioniert. Wie jetzt hier, dass er mal irgendwie die Connection nicht kriegt.
Ansonsten kann man aber die Tiere immer noch freilassen. Es ist zwar nicht so viele dann, aber man kann auch ohne diesen Franchise so mit sich spielen. Wenn man das wirklich spielt. Und sie haben, glaube ich, so wie. Also, ich habe noch nie so viele von den größeren Tieren für das Ingame-Geld kaufbar gesehen, wie jetzt, seitdem ich wieder spiele. Also, die haben das schon angehoben, dass da mehr Tiere da sind. Wahrscheinlich gerade wegen dem Franchise-Problem. Dass du aber mehr die Chance hast, ohne diese Franchise-Store an die Tiere zu kommen. Das war für mich definitiv ein Eindruck. Oh, ich hatte Tiere für Geld immer von der KI und ja. Tiere für Blätter immer von anderen Spielern? Oder wie funktioniert das? Ja. Das heißt, Moment. Jeder Spieler fängt mit den Ingame-Geld-Tieren an und fängt an zu züchten. Und wenn er eine gute Zone hat, haut er sie auf den Markt. Frage. Wenn ich ein Tier freilasse, erscheint das dann für andere mit Blütenblättern oder wie habe ich das? Wenn du es freilässt, ist es weg. Wenn es freilässt, ist es weg. Dann lässt du es in die Wildnis wieder frei. Das ist wieder was anderes. Wenn du es verkaufst für Blütenblätter, dann. Also freilassen kriegst du weniger Blütenblätter, als wenn du es verkaufst meistens. Aber freilassen ist halt schöner. Einfach vom Kopf her. Wenn du es aber verkaufst, die Blütenblätter, dann gibst du das quasi wieder auf den Markt und dann können es andere Spieler weltweit kaufen. Und dann damit halt züchten. Oder aber ich kann jetzt nichts für Dollar verkaufen. An andere Spieler oder? Nicht, nein. Die Ingame-Währung geht nur mit KI. Okay, habe ich so verstanden. Und du siehst halt auch, aus welchem Zoo das kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, mein Zoo heißt jetzt Sunlight Zoo, wenn ich jetzt was züchte und stelle es auf den Markt und nehme an, du kaufst das, dann siehst du an dem Tier auch erstens, wie es heißt, wenn ich es jetzt umbenannt hätte. Und du siehst auch, dass es aus dem Sunlight Zoo kommt. Wenn es jetzt irgendjemand in, keine Ahnung, USA spielt und kauft das Tier, sieht er das auch. Dass es aus meinem Zoo kommt und wie es halt heißt, wie ich es benannt habe. Du siehst sehr oft Tiere von richtigen Züchtern, die das Spiel halt so exzessiv spielen. Da siehst du, da stehen nur Zahlencodes als Name dran, damit die durcheinander kommen, welches Tier die verkaufen. Das ist immer lustig. Boah, ja. Das kannst du zur Wissenschaft machen, wie du hier züchtest und alles. Ich will gar nicht wissen, wie deren Zoos aussehen, teilweise, wie viele Gehege die haben. Nach dem Motto, okay, das ist ein Jahr, dann kommt es in das Gehege, es ist zwei Jahre, kommt es in das Gehege, pipapo. Ich will gar nicht wissen, wie die das machen. Ja, das ist ganz cool. Da gibt es einige, die das machen. Das sieht man relativ. Können wir gucken, ob wir was finden. Meistens bei den großen Tieren. Hier sieht man es gerade nicht. So, Wikipedia. Herkunft: Black Hue Inc. Frontier Zoo. Boss Zoo. Kommt aus dem Boss Zoo. Ando Zoo Inc. Morphe's World. Ja, das ist also Frontier Zoo. Aber Frontier Zoo ist dann, glaube ich, dann gibt es doch anscheinend auch Blütenblätter welche mit, von der KI. Oder haben die es einfach ihren Zoo nicht benannt? Das kann natürlich auch sein. Gomeli. Ja, das ist natürlich Ingame. Boss Zoo. Afrikanischer Elefant. Kann ich mal die Leistenkrokodile wieder wegmachen, bitte? Danke. Wir ziehen ja nicht Leistungen, oder? Hase Aero, okay, kann ich gerade nicht sagen, was ich im Zoo da kommt. Und hier Zoo. Frankfurter Zoo. Hier hat einer seinen Zoo Frankfurter Zoo genannt. Alles klar, weiß Bescheid. Elsa. Ich glaube Frontier Zoo. Entweder haben sie ihren Zoo dann nicht benannt, dass er automatisch Frontier Zoo genannt wird. Ja, hier hat jemand definitiv eine mega Elefantenzucht. Weil zweimal einen Goldelefanten reingehauen. Für jeweils 10.000 Blütenblätter, da weißt du, wie viel Geld der hat. Also wie viel Blütenblätter der hat. Wenn der einfach mal zwei Elefanten für 10.000 verkauft. Ich habe hier irgendwie, glaube ich. So. Die Lautsprecher überschneiden sich nicht.
Ich weiß nicht, was das Spiel will. Hier will ich auch dekorieren oder so, dass die dann halt auch hier reingucken können. So, warte mal, dann gucken wir erstmal hier. Hier habe ich jetzt das Problem, hier habe ich keinen Strom. Also Schildkröte 1 läuft aktuell mehr um diesen See herum. Schildkröte 2, Die wollten noch nicht so ganz schwimmen, habe ich so das Gefühl. Ich dachte, Schildkröten finden das geil. Also, was jetzt eine Schildkröte ist, müssen die es cool finden zu schwimmen, ja? Also, ja, ich dachte, hallo, also, wenn Schildkröte einfach keinen Bock hat zu schwimmen, ja? Ja, beide? Ein Fennec wird bei den einer Schwäche sterben. Alter. Also der Bug ist, finde ich persönlich, einfach das Nervigste mit an dem Ganzen so. Was halt sehr schade ist, dass sie den immer noch nicht gefixt haben. Und wahrscheinlich auch nicht mehr fixen werden. Befürchte ich. Vielleicht hat es ja eher mit deren Servern zu tun und gar nicht so wirklich mit dem Spiel. Das weiß man natürlich nicht. Also Füße ins Wasser strecken ist okay, aber schwimmen wollen die jetzt nicht so wirklich. Könnte die natürlich noch so eine kleine Landzunge quasi bauen, dass die auf die Insel kommen, wenn die halt nicht dahin schwimmen wollen oder können. Ja. Ja gut, die haben schon mal keinen Strom. Warte mal, ich kann hier aber so kleine Sachen machen. Solarzelle und so. Hallo? Kann ich mal bitte? Hä? Oh Gott. Moment. Okay. Tier ist verstorben. Dann müssen wir erstmal hier. Was? Fuck. Houston, I have a problem. Problem? Ja. Das ist nicht gut. Ist das der alte Bulle? Das ist der alte Bulle. Oder ist der junge Bulle? Fuck. Ja, ich habe ein Problem. Nochmal rausgehen, Sanimops. Die Flusspferde kämpfen gerade ums Territorium. Und ich will gleich mal mit Sunny rausgehen. Oh Gott, hier muss ich aussortieren. Ich muss die Frau aussortieren. Wo ist meine Flusspferde? Ich hab dir gerade noch ein Bild geschickt. Ich guck gleich mal. Ich muss mal kurz meine Flusspferde gucken. Der Alte ist das Alpha und er will den Alpha-Status nicht abgeben. Ich will bestimmt den alten Nektu. Ich will nicht, dass sie sich verletzen. Gesundheit, Sunny. Ich lasse sie erstmal kurz. Vielleicht ordnet er sich unter.
Es fängt ja jetzt gerade erst an. Gucken. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. Wo ist denn der Zug? Kann ich euch mal beim Zug lassen? Da. Soll ich mit dem Zug mitfahren? Ich komme sofort wieder. Microphone muted. Sound muted. Ich hätte gerade gesehen, dass irgendwie hatte ich nicht jedoch auf mich, sondern die Leute da. Oh, du auch gar nicht da, oder? Hi. Das ging ja schnell. Ich war gerade in der Küche. Ah. Hier sind jetzt aber auch deutlich mehr Leute. Das ist auch gut. Was macht die da? Ach, ich höre die noch, glaube ich. Ah, okay, dann machen die das auch. Okay, jetzt steigen Leute ein. Hallo, da können noch ein paar rein, hinten. Wollen die einsteigen, Freunde? Also, da passen noch ein paar hin. Wir könnten noch einsteigen. Okay, irgendwie weird, die tun es nicht. Egal. Was ist hier los? Temperatur ist viel zu heiß. Ja gut, die Rentiere sind da halt sehr penibel. Für die muss das die optimale Temperatur haben. Kann ich hier noch unten... Ja, hier noch.
das Wasser ist wahrscheinlich auch viel zu warm für die. Komme ich hier mit ran? Ja. Gefährliche Flussschwertkämpfe. Ich weiß nicht, ob ich einfach den beiden raus tue, lieber. Ja, die glauben sich jetzt alle 5 Minuten, oder? Aber es geht halt, also. Der Alte vertreibt den Jungen halt immer wieder, also. Der Junge hat keine Chance. Na gut, ich guck mal, ob sie die Hackordnung quasi festgelegt haben und sich beruhigt. Ah ja, etwas habe ich noch gemacht, und zwar, ich habe die Pfauen umziehen lassen. Das habe ich aber noch nicht gezeigt. Die Pfauen sind von hier vorne von dem kleinen Gehege in das große jetzt umgezogen. Hier haben sie wesentlich mehr Platz für die Menge, die sie sind. Wie viele Tiere sind jetzt hier drin? Sehe ich das hier? Ich brauche mal den Techniker, wenn die ausbrechen müsste. Oh, was ist da hier? Ich habe 68 Tiere, ja, geil. Gott. Und ich habe den Flamingos hier vorne. Ich habe das Wasser ein bisschen weggemacht. Dafür können die jetzt unter der Brücke durch und kriegen dann quasi so zwei große Bereiche, in die jetzt rein können. Ich denke, das ist für die auch ein bisschen besser. So, jetzt wollte ich das machen, was ich die ganze Zeit machen wollte, was die Gehege angeht. Erstens. Leon, ich glaube, da ist noch Platz. Da geht noch was. Das geht die 100, die 100 gehen noch voll. Die 100 kriegen wir noch. Hallo. Irgendwie, dass man hier vielleicht. Dann könnt ihr an den Rändern halt überall welche anbringen, ne? Ein Fennekfuchs ist leider gestorben. An Altersfässer. Naja, da kann man nichts machen. Ist nur schade drum. Weil die so knuffig sind. So. Hast du schon Pfennigfüchse? Nee. Die sind. Oh, das war doof. Ich kann nur sagen, die sind ultra cute. Vielleicht kommen die auch bald mal zu mir. Ja?
Also diese Schildkröten. Was denn mit den Schildkröten? Das Problem ist, die sind halt so scheiße langsam, die verhungern, bis sie beim Futter angekommen sind. Das ist aber schlecht. Die sollten nicht verhungern, bis sie beim Futter angekommen sind. Also was die eine Schildkröte hier gerade vorhat, wieso schwimmt die nicht hier rüber? Ja, ich sehe. Die da angekommen ist, ist Neujahr. Wenn wir noch ein paar Steine ringsrum setzen, dass das halt so bleibt. Hier auch noch ein paar. Ich finde das so cool geworden hier mit dem, dass die Bäume halt durch diese Lücke in der Höhle rausgucken. Das gefällt mir auch voll. Ernährung, Qualität der letzten Mahlzeit. Habe ich denn schon was erforscht diesbezüglich? Nee. Rentiere. Ihr kommt doch da raus, oder? Sag mal bitte, ihr kommt da raus. Hallo? Ja, nein, vielleicht. Ja, doch, stand er dann überall als erreichbar, also alles gut. Dankeschön, ihr Anni. Träum was Schönes und schlaf schön. Na gut. Jetzt kann ich nicht mehr raus, ich bin zu Arsch. Danke. Mach die, der Anni. Ja, jetzt gibt mir der Escape-Taste nicht mehr. Ja, es wird dann immer buggier, wenn du einmal die Meldung kriegst. Idealen Temperaturbereich, meint die das Wasser? Wahrscheinlich. Ja, jetzt kann ich leider nicht mehr Escape drücken, das heißt, ich komme nicht mehr aus der Aktion hier raus. Gar nicht nervig, Freunde. Da muss ich. Ja, was machst du jetzt, wenn du nicht mehr. Ich muss speichern und ins Hauptmenü zurück und wieder reinladen. Willst du speichern, wenn du. Achso, da. Oh, was ist das denn? Ist das nicht die. Sind das nicht die Sandals? Das Bild, was ja. Du mir geschickt hast? Oh, die sind so süß. So ein schlafendes, eingerolltes Sandal. Schlafende, eingerollte Sandals sind immer knuffig. Ich habe tatsächlich relativ häufig einen anderen Bug, und zwar wenn ich hier halt Hallo sage zu Besuchern, kriege ich keine Blütenblätter. Ja, nee, das hängt auch damit zusammen. Weil das auch über den Franchise-Server geht, ich muss komplett neu starten. Leider. Das hängt mit dem Franchise-Server zusammen. So. Wegkröte, du bist gleich am Verhungern. Was hast du vor? Willst du dahin? Nicht, oder? Ein Känguru. Kick die alle weg. Kick sie weg. Oh, ich mag die Kängurus. Ich will Kängurus haben in meinem Zoo. Ich muss in meinem Zoo Kängurus haben. Jetzt habe ich den nächsten Bug. Jetzt geht das hier wieder nicht. Alter. Ja, Planet Zoo ist so eine Hassliebe. Es macht halt voll Laune, aber die Bugs sind halt. Aber wenn man die Bugs durchsteht, dann ist das halt ein schönes Game. Was willst du da machen?
Wie hat er ihn jetzt gegessen? Hä? Doch gar nichts. Wie, was hat er gefressen? Ich dachte, die Schildkröte ist gerade auf einem ewig langen Weg zum Fressen, aber jetzt ist er wieder satt, aber er hat nichts gefressen. Weiß nicht. Ich möchte anmerken, ich tue immer das Spiel beenden gerade. Es ist schwierig, ah, ja. Wenn so, ja. Ich kann jetzt wieder mit einem Taskmanager drohen, dann geht es aber eh immer aus. Also lasse ich jetzt das mit dem Taskmanager drohen, was mit der eh ausgeht. Hallo? Player zu, bitte jetzt. Ich sollte es nicht mehr nachts halb eins machen. Habe ich, glaube ich, keinen Nerv mehr dafür. Ach, Tani. Ja, ist manchmal einfach Grenze. Ja. Manchmal ist einfach Grenze. Jetzt komm. Alter. Okay, ich drohe jetzt mit dem Taskmanager. Ja, und schon ist aus. Taskmanager-Drohnen ist immer gut. Da haben die Spiele so eine Angst da. Ach, unterstützt die Massentierhaltung nicht. Jetzt lese ich das erst. Ich kümmere mich ja gleich um die Massentierhaltung. Die faulen menschlich aussortiert. Ah. Aussortiert. In die Wildnis entlassen. Also jetzt habe ich wieder diesen Bug, okay. So schnell geht das. Jetzt mache ich im Speed-Modus hier, mache ich jetzt aus. Da über einen Taskmanager ausgemacht, das Spiel. No chance. Also, ich hoffe mal, dass sich die Tiere auch vermehren, wenn sie jetzt nicht unbedingt nebeneinander rumlaufen, weil... Moment mal, kurz wieder starten. Sag mal so, das könnte bei den Schildkröten schwierig werden. Nein, die laufen zusammen, also, wenn sie sich vermehren. Die... berühren ihre Nase und dann... die Nase kurz und dann... Wer echt jetzt? Ja. Alter, bis die eine Schildkröte wieder einmal rumgelaufen ist, Alter, das dauert 10 Jahre. Das ist so. Bis die Nase kurz und dann haben die Babys. Mach die eine da hinten, ey. Das ist vollkommen normales Schildkrötenverhalten, okay? Ich sehe schon, ich brauche ein paar mehr, sonst wird das nichts. Irgendwie spinnt bei mir gerade... einiges rum, I don't know why. Jetzt scheint es wieder zu gehen. Das ist mir auch nicht schon gerade. Wenn du wieder startest, beendest. Ja, ne? Liegt nicht an mir. Ich sehe, wie das Känguru, wie es die Erde wegkickt. Das finde ich lustig und das kriegt mein Karma wahrscheinlich oder so. So wie das Känguru die Erde kickt, kickt das mein Karma. So, ich warte jetzt. Ich drücke nix. Hallo, was? Verbinden. Hier ist auch wieder da. Gutes Zeichen. Bongo, bongo, bongo. Da ist mein Zoo. Ich sehe mein Zoo, oh mein Gott. Ich mag die Musik. Na, 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 na. Ich mag die Musik. Ich werde jetzt Musik, werde ich mir mal in meine Playlist aufnehmen. Da meckert auch nichts. YouTube meckert nicht, Twitch meckert nicht. Und die ist okay. Die kann man machen. Alter, der Bär ist wieder startet. Wolfi, hi. Knuddel, knuddel. Na? Zu spät macht er ab. Muss nicht ins Bett. Was muss morgen arbeiten? Wolfi, ab ins Bett. Du musst doch arbeiten morgen. Oder nicht? Spätschicht. Wann fängt Spätschicht an? Was war das? 13, 14 Uhr. Oh, okay. Ich kommt auf Firma an. Ich kenne mich mit den Schichten nicht so aus. Okay, Polarwolf, was erforscht. Ach ja, wir müssen jetzt ja auch Dings erforschen. Wo sind die Rentiere? Weil ich hatte auch schon mal Spätschicht, die fingen schon um 11 an. Okay. 14 Uhr. Meistens irgendwie am Mittag.
So. Den Rentieren geht's jetzt hoffentlich gut. Strom ist jetzt. Das muss ich euch beiden schicken. Was musst du schicken? Das muss ich Gabe auch schicken. Das Bild, Alter. Der Bär ist so retarded. Wo ist denn hier noch zu heiß? Hier ist doch relativ chillig. Ja gut, hier wahrscheinlich, ne? Ja gut, hier unten. Hier der Rest sollte passen, also in dem Tier sollte es hier nicht zu heiß sein unbedingt. Ja, das ist das Wasser. Okay, warte mal. Dann werde ich das jetzt so machen. Das ist ein Weg. Warte, ich gehe mir hier auf 2 Meter. Die wollen einfach nicht auf meine Insel. Wollen sie nicht auf deine Insel, nein. Ja. Das ist natürlich sehr traurig, das tut mir sehr leid. Für dich. Das ist ganz doll schrecklich. Ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Der Temperaturregler. Warte mal, kann ich hier mal schnell Gelände? Ah, ja, perfekt. Genau, dass ich hier auch ein bisschen daran komme. Yip, yip. Boop. Ich hab keinen Strom. Shit. Ein Grad. Also 5 Grad. Okay. Bei mir häufen sich jetzt auch langsam die Bugs. Es wird immer mehr. Muss dann einfach irgendwann einmal neu starten. So, Solarenergie überall. Hast du das mit Kronk mitbekommen? Nein, was ist los? Was passiert, Wolfie? Ich habe heute nichts mitbekommen, was heute irgendwas war. Jetzt wird die Temperatur runter, massiv runtergekühlt für die Rentiere. Okay. Ist alles okay mit Kram? Ist dein ganzer Keller schon unter Wasser? What? Der, wo sein Equip steht oder der, wo seine Sammlung steht? Also sowohl als ob, das wäre scheiße. Sammlung und Technik massiv kaputt gegangen. Scheiße. Boah, fuck. Boah, das tut mir mega leid für ihn. In dem Risikogebiet hier. Boah, das tut mir leid für ihn. Sammlung kaputt ist. Also, Technik, ja, klar. Aber ich vermute sogar, die Sammlung tut ihm mehr weh. Ich würde ihn so einschätzen. Weil er ist halt, er hat eine Sammelleidenschaft und wenn das kaputt, das wäre halt, das wäre bitte. Oh, ich hoffe, er kann vieles retten. Vielleicht irgendwie doch noch. Das ist echt bitte. Was gegen die Flusspferde nehmen, die kloppen sich immer und immer wieder jetzt anscheinend. Nur was?
Das ist ein goldenes Tier, das lasse ich mal. Das ist schwanger, das lasse ich auch. Das können wir Oma freilassen. Gut, die Babys kann ich halt. Okay, was gegen die Faun-Problematik getan. Jetzt gucke ich mal kurz die Nilpferd-Problematik an. Was hast du denn getan? Ein paar Faulen da rausgeholt. Zum Gehege. Welches Überflusspferd zum Handelszentrum schicken. Der alte Bulle hat. Ah, das so. Dann können wir es freilassen. Hier wird niemand so zwischen nehmen. Brauchen wir nicht verkaufen, bringt nichts. Der ist relativ gut. Oh, den können wir auch noch mal. Das können wir gleich freilassen. Den können wir versuchen zu verkaufen. Oh, oh. Komm schon. Geh auf. Ui. Ich habe ein goldenes Bison-Baby. Oh, ein goldenes Bison-Baby, cool. Ein weißen. Ich stelle jetzt einen weißen V für 6 Blütenblätter rein. Falls du einen weißen V willst, jetzt reingucken. Weißen V? Okay, die Babys müssen zurück. Aber schon ein älteres Tier, also wäre nur um noch ein schönes Zuhause zu haben, bis zuletzt hier. Zum Züchten kannst du da nicht mehr. Hier sind sehr viele weiße Faunen drin. Ist im roten Bereich schon vom Alter her. Bitte bin ich angezeigt. Muss man. Also ist das quasi ein großer Server oder sind das viele verschiedene und man muss Glück haben, auf demselben zu sein? Was meinst du? Dass man die Tiere sieht.
Eigentlich ist es ein weltweiter Server. Du müsstest eigentlich immer wieder refreshen, du müsstest die irgendwann sehen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis die freigeschalten sind. Da bin ich mir nicht sicher. Ich sehe hier einige weiße Follower, das ist keiner von deinen, glaube ich. Sind halt alle noch ziemlich jung. Nee, es ist es nicht. Hier ist einer für 9 Blütenblätter, aber der ist 6 Jahre alt. Nee, das ist er nicht. Aber ich habe noch einen reingeschrieben, das ist Sunlight, so stehen halt. Wirst du sehen. Keine Ahnung. Nee, war nicht so schlimm. Vielleicht sind die erst in irgendeiner Warteschlange oder so. Kann sein. Wegen Namensüberprüfung und so. Ach, ist schon abgeholt worden, okay. Jetzt habe ich euch hier so eine schöne Brücke gebaut und jetzt geht ihr da nicht drüber. Ah, warte mal, wie konnte man sich nochmal das Gebiet anzeigen lassen, was die belatschen können, die Tiere? Ja, links unten. Was nicht irgendwie? Links unten. In diesem Tiermenü, also wenn ich das Tier sehe oder wo? Was wolltest du nochmal wissen? Ich hab vergessen. Also du hast ja bei deinen Tieren anzeigen lassen, teilweise, wo die halt langlaufen können. Ja, wenn du da draufklickst, dann links unten, dann hast du oben das zweite von links, Gehege, und da hast du passierbarer Bereich. Ich kann mein Flusspferd verkaufen. Fruchtbarkeit 100, das hat fast 1000 Blütenblätter, würde das bringen. Das hau ich mal auf den Markt. Gucken, ob es jemand kauft für fast 1000 Blütenblätter. Ich bin mal gespannt. Ich glaube es irgendwie nicht, aber geil wär's. Hier ist er nicht, hier. Da ist deine Ecke. Glaube ich nicht, wo du meinst. Bei dem Tier selber schon. Du musst auf das Tier draufklicken. Klick mal auf ein Tier drauf. Ja. Ja. Dann links unten Heatmaps anzeigen. Ganz links unten, neben Zoo. Tierhandel Zoo, links daneben. Ist so. Und dann hast du ganz oben das zweite von links, klickst du drauf, auf Gehege und dann passierbarer Bereich auswählen. Dann siehst du das. Also ich habe jetzt gerade Heatmap aktiviert. Dann klicke ich auf zweite von links, Gehege und dann passierbarer Bereich. Und dann siehst du das. Dann wird das berechnet und dann siehst du, alles was blau ist, kann es langlaufen. Und dann siehst du auch, ob irgendwo Ausbruchstellen wären oder so. Zweite von links ist Sozialverhalten, oder? Hey, zweite von links ist Gehege. Ach, du meinst hier, hier im Baumenü oder wo? Was? Nein, auf der Heatmap. Heatmap ist einfach nur... Ach so, ganz hier oben hast du noch was zur Auswahl. Ah, oh, guck mal. Genau, Gehege. Passierbarer Bereich. Doch, die können da drauf. Dann wollen sie einfach nicht. Jo, muss erwarten. Okay, danke schön. Die Temperatur hat jetzt das Wasser. Ja, 5 Grad, okay. Was ist denn Motto passt jetzt? Mit Giraffe wird auch bald erwachsen. Cool. Jetzt wird die Frage, was ich als nächstes baue. Jetzt habe ich wieder 2 Tiere quasi weniger. Ich habe eine alte Baran-Riesenschildkröte, ich habe 2 Bisons. Ich habe. Den tue ich auch nochmal weg hier. Das muss ich nochmal richtig machen. Ich habe Koalas. Sortieren wir. Ich habe Leistenkrokodil.
die könnte man in Angriff nehmen. Ich habe Koalas, die könnte man auch in Angriff nehmen. Sind ja nicht Leistungen von dir, die leisten Krokodile, oder? Oh. Ich habe kleine Pandas, die ultra cute sind. Ich habe Gabelbock. Zwei Stück. Ich weiß nicht, können die Gabelböcke? Die müssten doch mit ins große Gehege rein können. Bisons. Boah, Koalas wären gerne mal so eine Australien-Ecke. Wäre irgendwie cool hier so. Obwohl, hier wären die Bisons geil, hier so. So eine große Wiese mit Bisons. Hätte was. Für die Bisons wäre es geil. Warte mal. Gehen wir hier hin. Mal hier Maximum. Bergregion hier ruhig ein bisschen krasser machen. Ich dachte erst, vielleicht mache ich da ein Gehege drauf, aber ich habe da gerade nichts Passendes, was so eine Bergregion auch braucht. Erstmal, ich glaube, als nächstes würde ich dann die Leistungsgutide irgendwo hinmachen. Dann müsste ich auch wieder in die Ecke hier drüben gehen. Brauche ein bisschen wärmere Region, also vielleicht hier so. Dass man hier so die Krokodile hinmacht oder so. Dass man den Weg hier so lang zieht, dass die Leute quasi durch die Pfauen gehen können, können von hier oben runter gehen. Und dann hast du hier so Krokodile. Hier so hinter diesem Berg. Das wäre ganz cool. Dann können wir den Berg noch ein bisschen weiterziehen. Das Afrika-Gehege kann noch weiter. Hier kommen Elefanten wahrscheinlich noch hin. Wäre ganz nice, denke ich. Könnte man machen. Muss ich auch noch ein bisschen was machen, ein bisschen mehr Stein rein und so. Da fehlt noch ein bisschen was, aber gucke ich demnächst mal. Hier hoch. Das wird schon. Aber ich bin echt gespannt, ob jemand mein Flusspferd kauft. Ist top. 933 Blütenblätter. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wirklich Leute für so viele Blütenblätter sowas kaufen. Ich meine, das ist ein gutes Tier. Das Flusspferd, ja. Wenn das richtig gut ist, das ist es halt, ist eine echt gute Zucht geworden. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Ich meine, ja, ich würde es im Endeffekt Oas geben, so 2.000-3.000 für ein Tier, wenn ich es hätte. Aber man weiß halt nicht, ne? Man kann es sich halt gar nicht vorstellen, irgendwie. Was hast du mir jetzt geschickt? Noch ein Bild? Was hast du mir für ein Bild geschickt? der hat eine leichte Schräglage, kann da sein. Ja, der ist ein bisschen besoffen. Ja, man sieht's. Oh, da ist so eine Pizza jetzt. Eine Pizza. Ich habe hier noch ein paar kalte Fischstäbchen. Kalte Fischstäbchen? Ich hätte gerne Pizza.
Ja. Ich habe ein Baby Grizzlybär. So, Baby Grizzlybär. Ich wünschte, hier gäbe es noch so eine, ja, so eine Funktion, dass man so streicheln könnte und so bürsten könnte oder so. Das wäre halt so cute. Ja, Wolfi knuddelt den Bären. Das Baby ist aber neu. 3,3 Jahre, hä? Ich habe doch kein Baby mehr auf der Liste. Ich dachte, es gab eins, aber ich dachte, es wäre ausgewachsen. Ich bin jetzt auch mit allen Technikerforschungen durch, die es gibt hier bei mir. Hast du schon mal so eine so ein Safari-Tour-Ding gebaut? Nee, noch nicht. Ich wollte ja eins bauen durch das Gehege, aber das haben sie nicht. Das ging noch nicht. Haben sie nicht akzeptiert. Und dann machen wir. Was? Ach, ich ahne wieder. Ja, ich weiß schon wieder, meine Problemkinder haben wieder Probleme in ihrem Vivarium. Ich denke jetzt, wenn die Droge eh. Vivarium. Oh Gott, die Käfer auch. Das schon deine Nase, da brechen wir aus. Nee, die Nase geht super. Meine Vivarien machen mich kirre wieder. Diese Vivarien, diese Blattinsekten. Wie die Karnickel. Hör mal auf. Muss ich nur erstmal finden. Das sind die Schildkröten, denen geht's super, den Erdmenschen geht's Bombe, denen geht's auch super. Die sind beide trächtig, oh mein Gott. Hä? Wieso habe ich einen. Achso, das ist ein Handelszentrum, ich wollte gerade sagen. Die Ganges-Varier könnten langsam auch mal erwachsen werden. Ey, wie viele Babys die haben. What the shit? Ich habe das nur ein Grizzly, okay. Ich habe mich komplett vertan anscheinend. Alter, what the shit. Handelszentrum. Alle. Okay, jetzt habe ich bloß noch in meinem Lager ich nur die zwei Schneckis, die noch keine Heimat haben. Also erstmal. Knapp 9000 fast gemacht an Insekten. Gott. Alex, hi. Dankeschön für den Raid. Dankeschön. Hallo an alle, die von Alex gekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Ich mache aber auch nicht mehr so lange. Ich bin aber schon ein bisschen knülle. Aber dankeschön. Fange ich jetzt noch an, so ein neues Gehege zu bauen, ist ja die Frage. Ne? Die Sache lohnt sich das noch? Eher nicht. Also wenn ich die Krokodile nicht hier so einplane. Ich meine, die brauchen wahrscheinlich scheiße viel Wasser. Warte mal. Leistenkrokodile waren das. Leistenkrokosch. Ja. Geh weg. Ja, die brauchen schon viel Wasser. Da würde ich gerne wieder irgendwas machen, dass man da reinlaufen kann. Nur gerade zwei Zaun. Also ich kann nochmal den Glaszaun benutzen. Ich habe Männle und Weibel, das passt. Alex, dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf schön und träum was Schönes. Ich kenne dich nicht, aber lass dich knuddeln. Okay, wenn ich die Leistenkrokodile dahin mache, dann ziehe ich den Berg halt noch ein bisschen weiter.
das Gehege wird noch größer, vielleicht bis hierhin. Dann hat man hier Elefanten mindestens. Ich will auch gerne Tiger, Löwen. Ah, da muss ich eine große Wand hochziehen, die kann ich nicht nebeneinander machen. Und steigen die mir aufs Dach. Wie sieht es eigentlich jetzt bei den Fennex aus? Mal laufen lassen, jetzt soll es hier keinen Stress mehr geben. Polarforschung, perfekt. Okay, Rentier ist auch schon ein bisschen besser geworden. Da kann ich das Futter von denen bald erhöhen. Das ist auch nice. Wie viele Fennex habe ich jetzt noch? Meine Straußenpopulation ist auch wieder explodiert. Die weiße Faunpopulation geht auch. Ich habe gerade eine Inzuchtwarnung bekommen bei den Straußen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Also. Ja, leidet halt ein bisschen die Immunität natürlich drunter. Fruchtbarkeit gegebenenfalls auch. Also kann man was sagen, ist denn jetzt, wenn ich jetzt einen neuen Strauß dazu kaufen würde? Wird das helfen? Naja, oder die Inzucht ist dir da scheißegal? Dann müsstest du den, also müsstest du jetzt gleich anhalten und den, wo jetzt die Gefahr bestünde, halt gerade, schnell rausnehmen, dass das nicht mehr zustande käme. Kann aber sein, es ist schon zu spät. Also, das ist halt schwierig. Du müsstest, sobald du Kinder bekommst von der Spezies, die gleich rausnehmen, theoretisch. Damit du das gar nicht riskieren willst. Das werde ich aber auf Dauer nicht machen können. Ich kann es auch nicht machen. Darum passiert das halt. Wie gesagt, es kann sein, dass es dann zur Immunschwäche kommt und eine Fruchtbarkeitsschwäche, aber es muss halt nicht. Es gibt Spezies, die machen es gar nicht. Also die, da brauchst du dir keinen Kopf machen. Und es gibt halt welche, ja, ne? Wie die Karnickel, scheißegal. Gibt's halt auch. Ich krieg bloß bei bestimmten Spezies immer wieder die Meldung. Aber es gibt viele, die machen es halt einfach gar nicht. Ah, das sind mittlerweile auch so viele, da wir schon drei Kinder haben, dass deren Platz so ein bisschen könnte ein bisschen größer sein. Ja. Oh, die ach du Scheiße, die haben sich aber auch vermehrt. Ich muss mal ein paar Feigefrösche losziehen. Na, Sunny Moops. Schick dich mal zum Handelszentrum. So, bis auf die Schnecken. Ich wünschte, man könnte die einfach auch freilassen, die Insekten. Dann irgendwie. Das wäre irgendwie schöner. Weil es ja auch nur zu verkaufen ist, zu billig irgendwie. I don't know. Katar wird bald erwachsen. Ist eigentlich das alte Katar jetzt schon gestorben? Ich glaube nicht. Das lebt halt immer noch. Ich habe schon einen Haufen Giraffenbabys bekommen. Die Nashörner haben jetzt Opus 1 Baby. Dass die Giraffen echt viele Babys zusammenbekommen. So kleine Giraffenbabys. Voll süß. Ah, hier ist Teichers Bilanz auf. Hier ist nicht mehr ganz so viel los auf dem Gehweg hier oben. Das ist gut, Gott sei Dank. Da war ja schon, da war ja Party. Party, wuh! Ich schwimme übrigens im Geld.
Ich könnte mir einen Pool kaufen und den Pool mit dem Geld füllen und hätte trotzdem noch genug Geld. Also, wie mit deinem Twitch-Money. Ha, 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 Witze. Nein, also hätte ich einen real 3,5 Millionen, wäre anders. Hast du gesehen, was ich für meine Rentiere gebaut habe? Ich kann deinen Stream nicht wirklich gucken, wegen HD. Ach, geht heute wieder nicht? Oh, heute geht's wieder nicht. Schade. Wo ist denn hier mal bitte... Ah, hier ist es zu warm. Ja, komplett abgedeckt bekomme ich es halt. Ne, da müsste ich halt so viel... Na gut, hier unten können wir es ein bisschen kühler machen für die Polarwölfe. Das kriegen wir hin. Oh, oh, oh. Ich glaube, wir kriegen Polarwolf-Babys. Ja. Naseln. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott. Ah, da kann ich Screeches ohne Ende machen, das ist cute. Jupp, sie ist schwanger. Nice. Und die kommen im November, Babys. Polarwolf Babys, ja. Sehr schön. Oben sind sie am Spielen. Wo sind denn die Timberwölfchen da hinten? Ist eins. Das ist aber ein Erwachsenes. Hier ist ein Baby. Da oben hoppst du was rum. Da. Da. Ach, ist das süß. Okay. Aber ich denke, ich werde das Stream auch für heute beenden. Es ist schon wieder 14:45. Ja, ich werde auch. Ich bin ein bisschen müde. Schön, dass du da warst, Blub. Dass du ein bisschen mitgemacht hast noch nebenbei. Und an alle, die im Stream zugeguckt haben, ich danke euch fürs Zugucken. Morgen richtiger Stream. Auch länger und wahrscheinlich eher. Und ja. Ich hoffe, wir hören und sehen uns morgen alle wieder. Schlaft dann später schön, träumt was Schönes. Und natürlich die doofe Fehlermeldung. Macht's gut. Tschüss.